Hi, ich bin der Crap von der Band Umf und ihr seid beim Videodreh zu unserer neuen Single Das letzte Streichholz. Ich bin den beiden da vorne, unserem Gitarristen, unserem Schlagzeuger, seit dem Braunschweiger Bahnhof hinterhergegangen. Und sie wundern sich auch, was ich hier mache. Ich soll ja wohl als Double für den Sänger auftreten. Wir machen einen kleinen Optikwechsel, dann geht es sofort weiter. Und bitte, Malu. Dann schlägt sie sich voll dunkel. Ja, noch einmal. Also bitte ist die Kamera und wenn ich dann brülle Malu, dann guckst du hoch. Okay. Ja. Cut. Oh. Bin das welche Kind? Ich bin der Kusch. Ich spiele den Vater. Kann ich dich anhaben? Jetzt darf ich mich da drüben vorstellen. Die Situation ist jetzt, nachdem du alles verbrannt hast und so weiter und so fort und eigentlich gedacht hast, die bringen dich jetzt um. Ja, das ist alles super. Gleich gibt's Essen. Wir wissen nicht was. Wann denn? Ich schwenk auf Ulf. Ulf hat schon wieder Hunger. Wer essen? Hat noch nichts gemacht. Ist klar, wird das gegessen. Immer. Das sind halt immer diese Hertha BSC-Fans. Nur essen. Sie küsst sanft ihr liebstes Spielzeug, bevor sie es zerbrach. Können wir anfangen, bitte? Dann schlich sie sich voll dunkel. Ich heiße Kira und ich spiele Aschenputtel in dem. Also hier. Und es macht mir Spaß, in die Rolle zu schlüpfen, weil es auch was ganz anderes ist, auch in einer anderen Zeit. Und es macht mir Spaß und die Pausen stören mich nicht. Und ich freue mich auch, dass ich genommen wurde. Dann Achtung bitte und Kamera ab. Und bitte. Was hast du denn nun schon wieder gemacht, du dumme Göre? Hab ich dir nicht gesagt, du sollst nicht immer alles runterschmeißen? Und ich hab Hunger, ich will frühstücken, verdammte Scheiße hier! Ja, ich heiße Miriam und bin hier die böse Stiefmutter. So, mittlerweile drehen wir die Szene Waschküche. Und sind kurz davor. Okay, dann richtig lange, kräftige Bewegung. Richtig, als würdest du richtig schuften. Okay. Mal noch eine? Damit ihr wisst, wie es ist, in der Hölle zu sein. Damit ihr wisst, wie es ist, nach der Lösung zu schreien. Nur deshalb komm ich zurück, mit flammendem Blick. Ich nehm das letzte Streichholz und verbrenne eure Fett. Damit ihr wisst, wie es ist, in der Hölle zu sein. Damit ihr wisst, wie es ist, nach der Lösung. Okay. Und die haben Schestteil. Das ist nämlich der Aschenputtel. Kamera läuft. Und bitte. Jetzt will die Hölle wirklich gehen. Damit ihr wisst, wie es ist, in der Hölle zu sein. Damit ihr wisst, wie es ist, nach der Lösung zu schreien. Wir drehen jetzt eine Situation in der Eingangshalle. Die böse Mutter, eigentlich Stiefmutter, schleift das arme Aschenputtel quer durch die Halle. Guck, pass auf, hältst du fest? Okay, ja. So, und jetzt, du musst einen aufrechten Gang haben, sie hier vorne lassen. Hilfe. Hier fallen Kinder und Mütter, hier wird fleißig geprobt. Das ist übrigens der Grund, warum ich keine Haare habe. Das hat man mir früher auch so gemacht. Du kommst jetzt auf die Bühne! Aber. Ja, na gut. Man lebt gefährlich. Jetzt wie die Halle wirklich ist. Bist dir jetzt wie die Halle wirklich ist. Bist dir das euer Spiel zu Ende ist. Bist dir das eure Liebe zu dich noch gut drauf. Ich gehe mal davon aus, dass es gleich anfängt irgendwann. Wird auch Zeit, weil wenn wir Performance machen, dann wird einem dabei wenigstens ein bisschen warm.
Besetzung hier heute ist, aber sie auch noch Laiendarsteller für die Buddy-Doubles brauchen und dafür bin ich jetzt gerade da. Ich hoffe, dass wir uns nie wiedersehen. Damit ihr wisst, wie es ist, in der Hölle zu sein. Damit ihr wisst, wie es ist, nach Erlösung zu schreien. Nur deshalb komm ich zurück mit flammendem. Okay, und bitte. Moment, warte mich. Ich will nicht ins Making-of. Ich will nicht ins Making-of. Kannst du es nochmal sagen? Ich will nicht ins Making-of. Kannst du es nochmal sagen? Ja, ich will nicht ins Making-of. Nee, und jetzt, Gift! Aus dir könnte was werden. Jetzt bin ich bestimmt im Making-of. Ihr wisst, wie es ist, in der Hölle zu sein. Damit ihr wisst, wie es ist, nach Erlösung zu schreien. Nur deshalb komm ich zurück mit flammendem Blick. Ich nehm das letzte Streichholz und verbrenne eure Fett. Wisst ihr jetzt, wie die Hölle wirklich ist? Wisst ihr jetzt, wie die Hölle wirklich ist? Wisst ihr das? Ja gut, also... Damit ihr wisst, wie es ist.